sehr, mein Herr. Tag. Ich möchte bitte eine Tasse Kaffee. Wir haben leider nur Kännchen. Ach, das ist aber schade. Ja, soll ich Ihnen ein Kännchen bringen? Was hilft's, wenn Sie keine Tasse haben? Kommt sofort. So, bitte sehr, mein Herr, Ihr Kaffee. Na, sehen Sie, wie schön. Haben Sie doch noch eine aufgetrieben? Eine was? Eine Tasse. Sie sagten gerade eben, Sie hätten keine. Wieso haben wir keine Tassen? Ja, das hatte ich mich ja auch gefragt. Sagen Sie mal, was wollen Sie eigentlich? Ich will nichts, gar nichts. Nur deuteten Sie eben an, als ich eine Tasse Kaffee bestellte, Sie hätten nur Kännchen. Na ja, nun sehe ich, dass ich doch noch eine schöne Tasse kriege. Ja, wollten Sie denn den Kaffee aus dem Kännchen trinken? Bis jetzt zog ich eigentlich immer Tassen vor, da Sie aber sagten, Sie hätten nur Kännchen. Entschuldigen Sie bitte, aber zu einem Kännchen gehört auch eine Tasse. Ja, das meine ich ja auch. Besitzen Sie aber nur diese eine. Was machen Sie da, wenn plötzlich 50 Leute auf einmal, ein ganzer Bus, ein Kännchen bestellt? Na, das ist noch nie passiert. Außerdem bestellen die auch immer erst eine Tasse, bis ich dann sage, dass wir nur Kännchen haben. Aber hier gibt's doch keine Tassen. Ja, deshalb sage ich ja, dass wir nur Kännchen haben. Hören Sie, ja. Hören Sie, Fräulein. Also, ich wohne ja nicht weit von hier. So 10 bis 12 Tassen könnte ich schon auftreiben für Sie. Aber wir brauchen keine Tassen, mein Herr. Auch nicht, wenn 50 Leute auf einmal bestellen? Mein Gott, die kriegen doch eine mit dem Kännchen. Obwohl sie keine haben? Ja, ohne Kännchen haben wir auch keine. Ach so. Ach, dann müssen Sie vielleicht immer, wenn Sie eine Tasse einkaufen, ein Kännchen mit dazu nehmen. Sagen Sie mal, wollen Sie mich auf den Arm nehmen? Sie haben doch jetzt Ihre Tasse und Ihr Kännchen. Mein Kännchen, Ihr Kännchen. Ich wollte ja gar keins. Schütten Sie jetzt bitte meine Tasse voll, nehmen Sie Ihr Kännchen wieder mit. Das geht nicht. Das geht nicht? Warum? Weil in dem Kännchen 2 Tassen drin sind. Also wissen Sie was, Fräulein? Wissen Sie was, jetzt reicht's mir aber, ja? Aber wirklich, wollen Sie mir etwa einreden, dass in diesem Kännchen gar kein Kaffee, sondern 2 Tassen sind? 2 Tassen Kaffee, mein Herr. Vorhin hatten Sie nicht mal eine. Mit der, die hier steht, wären das jetzt schon 3. Also, Sie machen mich noch ganz verrückt. 13. Wieso 13? Ich habe 3 gesagt, will aber nur eine. Schaffen Sie auf der Stelle dieses sinnlose Gefäß wieder fort. Bitte sehr? Halt, hier geblieben. Sie haben ja vergessen, meine Tasse voll zu gießen. Das kann ich nicht. Wieso nicht? Wir haben keine Tassen, mein Herr.